an Gemüse ein. Mageres Fleisch, Obst und Milchprodukte, aber auch der Begriff Schonkost hört sich sehr gesund, aber auch nicht besonders lecker an. Das wird sich heute ändern, denn Leckerkoch Olaf Baumeister hat sich einen Experten für magenschonendes Essen eingeladen. Er ist einer der bekanntesten Ayurveda-Köche in Deutschland und das wiederum hört sich doch schon viel besser an, oder? Also rein in die Leckerküche. Ein Komponist sucht nach der Harmonie von Noten, der Koch sucht nach der Harmonie von Geschmacksnoten. Frank Lotz ist Ayurveda-Koch. Harmonie ist eben besonders wichtig. Gewürze müssen sich ergänzen, etwa Ingwer, Kreuzkümmel, Senfkörner im speziellen Butterschmalz gelöst. Und auch wenn die Wurzeln von Ayurveda indisch sind, machen Olaf Baumeister und sein Gast was Urdeutsches, nämlich Rotkohl. Frank Lotz kocht seit 30 Jahren nach der indischen Hals- und Kochlehre, weiß aber auch, den Leuten hier in Südwestfalen muss es schmecken, nicht im fernen Asien. Fenchel hierzulande als eine Hauptzutat anzubieten ist gewagt, aber Olaf Baumeister hat Vertrauen in seinen heutigen Gast. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir heute mal was kochen, was richtig gesund ist, aber trotzdem richtig lecker. Und der beste Weg, das zu zeigen, ist, wenn man ayurvedisch kocht, das heißt vegetarisch. Und weil das nicht gerade so meine Stärke ist, habe ich mir heute jemanden zur Verstärkung geholt, der das richtig gut kann. Frank Lotz kann auch garantieren, dass Fenchel eben nicht den typischen Arzneimittelgeschmack hat. Kräuter in einem gesunden Butterschmalz gelöst, verscheuchen das strenge Fenchel-Aroma, als wären Curry, Koriander, Ingwer und Kreuzkümmel. Und reichlich Mangos werden mitgedünstet. All dies nach den Grundsätzen der ayurvedischen Kochkunst. Die Geheimnis von Ayurveda ist, dass man mit der ayurvedischen Ernährung und mit den Zutaten den menschlichen Körper gesund erhalten kann und typengerecht kocht. Zum Beispiel jetzt haben wir den Übergang von Sommer zu Herbst und so gibt es beim Ayurveda dann ganz bestimmte Menüs, die man nur im Herbst isst oder nur im Sommer isst. Und mit den bestimmten Zutaten von den Ayurveda-Gerichten und mit den Gewürzen wird der Körper sozusagen in Gleichklang, in Einklang gebracht. Wie es sich anfühlt, wenn der Körper nicht im Einklang mit sich selbst ist, das wissen wir nach dem Genuss von so manchem fetten Braten. Solch Völlegefühl wird es hier nicht geben. Stattdessen harmonische Geschmacksnoten, Kokosmilch im Fenchel-Mangotopf oder scharfe exotische Gewürze beim Rotkohl. Ayurveda ist keine karge Kost, keine Mangelküche. Bis aufs Fleisch kann eigentlich fast alles verwendet werden, Zucker etwa für die Birnen. Wenn jetzt karamellisierte Birnen mit vier Gewürzen dran. Da haben wir Zimt, da haben wir Vanille und da haben wir ein bisschen Sternanis dran. So, für die Birnen brauchen wir noch eine Art Pfannkuchenteig und zwar aus pürierten Munglinsen. Kichererbsenmehl geht auch. Auch das hat viel gesundes Eiweiß. Viele pikante Gewürze sorgen dafür, dass der Pfannkuchen zu den süßen Birnen einen absolut harmonischen Kontrapunkt setzt. Hört sich nicht nur indisch interessant an, sondern schmeckt auch wirklich heimisch lecker. Kompliziert ist es nicht. Anders auf jeden Fall. Basmati-Reis gibt es dazu, geröstete Haselnüsse. Und Fleisch würde wahrscheinlich auch dazu passen. Doch Olaf Baumeister schmeckt's auch so. Mhm. Ja, sehr. Sehr lecker. Vor allem auch diese Kombination von Mango und Fenchel. Ist richtig gut geworden. Und schmeckt irgendwie ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also sehr würzig. Süßlich, aber trotzdem halt diese herzhafte Hauptgangnote, die man eigentlich bei süßen Sachen oft nicht hat. Sehr gut. Und das schmeckt Fenchel mal richtig gut. Also die meisten mögen das ja nicht so gerne, aber so ist es richtig gut geworden. Dazu ein Lassi, ein Vanille-Joghurt-Getränk und dann auf das Lob vom Ayurveda-Meister warten. Natürlich, wir haben schon öfters einige Sachen zusammen gemacht und es wird immer gut. Immer gut, was will man mehr? Manche Zutat wie Munglinsen gibt es nur im Asia-Shop, doch Kichererbsenmehl kriegt man auch im gut sortierten Supermarkt. Butterschmalz wäre eine Alternative zu der geklärten Butter und dann ran an die Gewürze. Es lohnt sich, weil es gesund ist und lecker. Na, das war doch mal was anderes, oder? Das Rezept können Sie natürlich bekommen bei uns. Schreiben Sie an das Studio Siegen am Bahnhof 9 570072 Siegen oder Sie holen es sich ganz einfach selbst aus dem Internet. Unsere Adresse www.lokalzeit-siegen.de.